Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in Transport FIFA. Ich habe mal ein bisschen umgebaut. Und zwar gibt es jetzt eine neue Regiolinie zwischen hier, Riedberg, und halt hier unten mit Oberwiesenthal. Und da habe ich mich dafür entschieden, dass wir hier eine Class 310 einsetzen. In echt ist die zum ersten Mal 1965 in Betrieb gegangen. War für den lokalen Nahverkehr. 50 Stück wurden insgesamt gebaut und gehören zu den Slam Door Types. Das sind hier mit den ganzen Türen hier seitlich. Und auf das, also wegen dem Geräusch, was es immer gemacht hat, also das Zuhauen, daher quasi Slam Doors. Und der Halt ist jetzt so konfiguriert, dass die hier eine Minute stehen bleiben und dann fährt er wieder retour. Und auch hier die Zielanzeige passt sich an. Coole Sache. Höchstgeschwindigkeit von der ist 120 km/h. Schneller geht nicht. Und leider hat keine von denen überlebt. Die wurden dann 2007, wurde die letzte Einheit verschrottet. Also 2002 war zuletzt im Dienst, dann war es noch als Testzug unterwegs für diverse Oberleitungssachen und dann haben sie sie leider verschrottet. Man hätte es aber versucht gehabt, hat nur leider nicht geklappt. Ja, so viel mal zu der neuen Class 310. Ich würde jetzt gern Oberwiesenthal nur mit einer Industrie verbinden und zwar als erstes Brot. Ich habe da schon mal ein bisschen angefangen. Oh, das ist jetzt neu. Das war vorher nicht da. Ja, das ist eine neue Mod, den ich installiert habe. Das ist so ein Konglomerat. Da kann man sich quasi alles abholen lassen, ohne dass man was hinbringt. Oder man bringt alles hin, je nachdem. Aber da war eigentlich eine Brotindustrie. Und zwar, also die ganz normale Brotindustrie war da. Ich möchte eine neue installieren. Nämlich die hier. Ich tue das jetzt einfach mal gerade platzieren. Gibt es im Steam Workshop. Sieht ziemlich cool aus. Du hast hier diverse Haltestellen für die LKWs. Also hier hat es welche, dann hier noch. Und die fahren dann einmal hier so rum. Und es hat hier einen Eisenbahnanschluss. Also zweimal hier so versetzt. Und können da reinfahren. Und das würde ich gerne mit dem Zug beliefern lassen. Und mit dem LKW abholen. Und dazu würde ich hier hinten die Weizenfarm nutzen. Weil die ist ja schon verschwunden. Aber von hier, dass wir hier so einen kleinen Güterterminal machen, eine Strecke hier rüber und dann mit den LKWs hier rein, das Oberwiesenthal schon mal eine Versorgung hat. Und dann mal schauen, wie wir weitermachen hier in Oberwiesenthal. Cool. Also, ich werde das jetzt mal kurz bauen und dann komme ich gleich wieder. Also, dranbleiben. So, der Bau ist fertig und habe hier auch entsprechend den Gleisanschluss gemacht, sowie auch die Linie konfiguriert. Ich zeige euch mal ganz kurz die Linie für das Brot an sich. Kommt hier rein, dann hat es hier drei so Haltebuchten und eine Vorbeifahrt. Und da können sie alle dreimal stehen bleiben, fahren dann hier einmal so rum. Und dann hat es hier unten noch eine Haltebucht, beziehungsweise können dann hier direkt rausfahren. Entsprechend hat sie auch zwei Depots. Und auch bei der Schienenverbindung habe ich gesagt, er kann hier alle beiden hier nutzen. Hier jetzt noch so ein Ausweichgleis, beziehungsweise ich zeige es euch mal so. Von der Hauptstrecke her teilt sich hier so nach links und rechts ein bisschen auf mit ein paar Abstellungen. Hier so ein Stellwerk in der Mitte. Und ja, auch hier oben nochmal so eine Ausweiche, Ausfahrsignale überall. Da war so alte Güterwagen, Great Western und Co. Ja, und fahren dann hier rein. Und ich würde sagen, wir schicken mal die Fahrzeuge auf die Strecke. Na, erstmal von der Pause wieder raus, dann braucht es einen Moment. Okay. Also, wir brauchen. Moment mal, das ist Zugdepot. Wo ist Autodepot? Bist du das Autodepot? Hey. Ich dachte, ich hätte hier. Ach, da ist das Fahrzeugdepot hier unten. Okay. Cargo, ich brauche bitte Brot. Brot, 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 Brot. Wo bist du? Hä? Bin ich jetzt doof? Da, Lebensmittel. Nach Kapazität. Alles, was gerade geht. Und dann würde ich sagen. Ja, die hat man schon, ne? Was kannst du? 40. Machen wir ein paar von denen hier. Gerade 4. Schicken die schon mal auf Brot raus. So, wo kommt es jetzt hier da raus? Ach, hier. Okay, da wo der Parkplatz hier ist. Mal angucken.
Ah, ich freue mich schon, wenn wir dann ein bisschen was Neueres hier kriegen. Fahren die jetzt gerade da rein? Oh ja, tun sie. Und einer müsste eigentlich dann hier noch stehen bleiben. Ah, okay, jetzt warten die alle hier. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Okay, dann für den Zug hier, der darf ja nicht allzu lang sein, nachdem hier die Plattform recht kurz ist. Ich weiß gar nicht, ob das dafür gedacht ist, dass es eine Anlieferung ist. Eher die Lebensmittel wieder raus, ne? Jetzt müssen es mehr Sinn machen. Okay, da würde ich jetzt unterschiedliche Fahrzeuge raufschicken. Natürlich erstmal Diesel. Gucken wir mal, was wir so haben. Gehen wir mal ganz nach unten hier. Ne, Class 50. Glaube ich, haben wir noch nicht. Immer die Warspite hier. Cargo. Brit. Lebensmittel. Und irgendwas Englisches. Rail VDA Wagon. Was bist denn du? Keine weitere Beschreibung. 15. Achso, nein, Moment mal. Das ist ja falsch. Wir brauchen ja hier Weizen. Also Getreide. Wieso kann ich da Getreide reinmachen? Als Tank. Ja, wobei, ja, wenn es aufgearbeitet. Ja, okay. Macht irgendwie Sinn. Ich wäre aber mit so einem Mineralwagen gefahren. Bei dem jetzt erstmal. Ist einfach unterschiedlich lang hier. 12 passen hier rein. 8 machen wir hier mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100 Meter lang, 120 Kapazität. Getreide Oberwiesenthal. Schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist ein bisschen viel zu lang, ne? Ja, wobei, steht halt ein bisschen raus. Was soll's. Schauen wir uns mal die Class 50 an. Im alten Design noch. Nice. Gefällt mir. Okay, während Dieter jetzt auf dem Weg ist, machen wir ganz kurz Pause. Zeige ich euch mal die andere Seite hier. Einerseits habe ich hier die Straße, die ist so gegangen, jetzt mal hier so hoch herum gemacht, damit ich ja keinen Bahnübergang brauche. Hier habe ich mal so ein kleines Depot, da fehlt es noch ein bisschen an der Deko, das werde ich nochmal machen. Kleines Gleisvorfeld hier, stehen auch ein paar Güterwagen hier rum, das sind eigentlich so Viehwagen hier, das sind Allgemeingüterwagen, Bremswagen. Hier ist eine Tankstelle, stehen zwei Class 47s hier drin, Freightliner Design und können dann hier rausfahren. Auch hier braucht es so ein bisschen Klatter. Da vorne ist das Stellwerk. Und dann habe ich hier zwei so, eigentlich sind das Bekohlungsanlagen hier hingestellt, weil ich mir dachte, okay, die fahren ja vielleicht mit so einem offenen Wagen hier rein und dann werden die dann so befüllt, werden die da durchfahren. Ich habe noch nichts Besseres gefunden. Das ist erstmal temporär so. Aber wie gesagt, eigentlich eine Bekohlungsanlage. Ja, und hier steht eine 47 mit ein paar Wagen drin. Also das ist noch Deko. Besetzt hier das Gleis. Und hier werden wir primär beladen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe hier nicht alternativ eingestellt. Alles klar. Das ist auch zeitgleich ein Depot hier. Da wollen wir jetzt was anderes rausschicken. Also einerseits würde ich mal sagen 10 Getreide. 7. Der kann noch 10. 1, 2, 3, 4, ungefähr so 100 Meter lang. Diesel. Was könnte man jetzt dann noch so Schönes schicken? Entschuldige mich schon mal, wenn ihr ein Flugzeug hört. Kommt bei mir leider ein bisschen öfter vor. Eine British Class 43. Ab 1960. The Class 43 wird designed specially for use in the southern region of the UK. A total of also 98 Einheiten wurden hergestellt. Die erste kam 1960 und wurden sowie für den Passagier- und für den Güterdienst eingesetzt.
Und also Betriebssetzung war 1988 rum. Und 40 sind später zur EBS gekommen in 1998. Und der also 24 Stück gibt es davon heute noch. Okay, würde man sagen, gehen wir da mal in Green. Und jetzt sind wir hier zu lang. Und haben kein Geld mehr. Shit, sag mal. Okay, dann werde ich mal die Zeit ein bisschen vorspulen lassen. Und dann werde ich hier mal so zwei, drei Loks hier auf den Park schicken und euch die dann zeigen, wenn das Geld entsprechend da ist. Also, bis gleich. So, da hätten wir jetzt also den zweiten Zug. Ich habe da mal ein paar gemischte Wagen hier rein, dann aus unterschiedlichen Größen, auch hier ein paar gedeckt etc. Und ganz vorne haben wir eine Class 27, die wurde zwischen 1961 und 1962 gebaut. Haben 1250 PS, ist ein Sulzer-Motor und von denen sind auch noch einige erhalten geblieben. Und hat ein richtig geiles Audiomodell und das zeige ich euch mal. Wir gehen mal aus der Pause raus. Und lassen sie mal fahren. Klingt richtig geil. Richtig schöner Sulzer Diesel Sound. Und wird dann noch besser, wenn sie schneller wird. Höchstgeschwindigkeit übrigens hier mit dem Wagen ist 97 km/h. Ist aber auch okay. Für die Güterlinie da. Geh mal ein bisschen nach vorne. Na? Muss jetzt dich mal wechseln. Na, vermutlich weil ich es angehalten habe. Aber wenn er dann langsam beschleunigt, hat er noch einen richtig coolen Sound. Da glaube ich kommt die Class 33 vorbei. Schauen wir uns die mal an. Oh ja. Auch ein ziemlich geiler Sound. Wollen wir mal kurz anhalten. Langer Bremsweg hier. Sind ja wieder ungebremste hier. So, der Idle Sound hier. Und dann gehen wir mal wieder Gas hier. Boah, was ein geiler Sound. Aber da wäre ich jetzt gern in echt reden. Also so schön wie die modernen Züge auch sind. Aber so ein alter Sulzer-Motor, der hat schon in sich. Geil. Okay, ich habe schon meinen Lieblingspart hier. Also drei Züge haben wir jetzt hier auf der Strecke. Ich höre noch irgendwie Schienen klackern. Ist das ein Audiobug? Ich glaube, ich habe gerade einen Audiobug. Komisch. Nochmal wieder reingehen. Oder sind die einfach so laut? Nö, ich habe gerade wirklich einen Audiobug. Ich höre die Sachen, die ich gar nicht hören soll. Okay, dann muss ich vermutlich den Save wieder herstellen. Also beziehungsweise nochmal neu laden. Aber ich bin zufrieden, jetzt haben wir hier die drei. Die kosten einen Haufen Geld, aber wir können es uns ja eh leisten. Von daher, wie schauen wir denn hier mit den Finanzen aus? Boah, das sind Umsätze. Gut, Investitionen ist es klar, jetzt waren es die ganzen Loks, aber ansonsten bin ich zufrieden. Diagramm. Wertsteigerung einfach mal extrem. da waren wir bald 1974. Mal schauen, was wir dann da schönes an Spielzeug kriegen. Aber da bin ich jetzt mal happy. Wir haben jetzt die Produktion. Ja, 104, 2000 maximal. Eventuell, wir brauchten hier noch Brot. Hier oben. Also wir könnten theoretisch noch eine Verbindung machen. Irgendwie hier so. Und da ein Güterterminal. Für Riedberg. Könnte man dann eigentlich auch anschließen, aber wo ist unsere Benzinproduktion? Achso, die ist da oben. Okay, die ist ein bisschen arg weit weg mit Benzin. Müssen wir vielleicht was anderes überlegen. Und die Dinger werde ich wieder löschen, wenn die da kommen. Mit denen will ich zumindest im Moment noch nicht arbeiten. Okay, gibt mal kurz einen Schnitt für euch.
So Leute, mir ist noch was aufgefallen. Gleich wird hier der Regio wieder einfahren und dann werdet ihr gleich sehen, dass wir ein kleines Problem mit den Bahnsteigen hier haben. Denn die sind viel zu schmal und passen eigentlich nicht zu dem Regio. Man sitzt glaube ich eh auch schon bei der Einfahrt hier. Jeder Abstand. Also einerseits müssen die viel höher, weil die Wagen so hoch sind und breiter. Lass mal den mal fertig einfahren hier. Da sehen wir es. Also das passt gar nicht. Also schauen wir mal, ob wir da irgendwie was Passenderes haben. Mal ganz kurz das Mikrofon auf die Seite tun. Bahnsteig. Wenn wir hier mal abreißen und dann ist er eh wieder unglücklich. Nehmen wir mal hier den. Was haben wir hier? Das sind jetzt... Was ist denn das? Achso, das sind Gebäude hier alles. Nope, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Genäck British Roofs. Brauchen wir auch nicht. King's Cross haben wir hier. Plattformen. Sieht nicht so aus, da könnte man das noch ein bisschen nachbauen. Mad Hatter Platforms. Ist das UK Style? Sind die wirklich breiter? Mal kurz schauen. Also breiter und höher, besser gesagt. Ein bisschen hier weg. Und hier so im Vergleich. Oh ja, die sind um einiges höher. Und dann passt auch das hier. Okay, aber können wir da... Also, dass hier der Grill irgendwie drin ist, das finde ich ein bisschen bläh. Scotrail Platform, Sloped Ends. Sloped Ends. Das könnte man eigentlich da vorne machen. Hä? Wieso konnte ich jetzt die Plattform nicht mehr wegmachen? Muss ich mich verarschen? Nee, bitte. Ach, die Hitbox ist mega klein. Na komm, 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 komm. Oh, danke. Ich hätte es jetzt gern... Okay, besser wäre schon Flat Ends, No Acid. Nicht Flat. Das mal hier. Ich glaube, wir müssen das Stellwerk irgendwie anders hinmachen, aber so gefällt es mir schon mal halbwegs okayisch. Machen wir das auch hier. Alles abreißen. Und dann... Wie schauen eigentlich die aus? Optischer Unterschied. Nee, da finde ich die schon ein bisschen besser. Okay, die wieder abreißen. Okay, man muss hier ein bisschen in der Mitte auf den Grill, dann passt's. Und wie macht er jetzt hier den Anschluss? Der passt jetzt natürlich gar nicht. Jetzt komm, geh mal hin. Was ist, wenn ich auch hier die Sloped Ends mache? Na, es passt nicht. Halt, einmal so bitte. Wie kriege ich denn jetzt hier den Anschluss hin? Dass das hier nicht so beschissen aussieht. Das kann ich ja so nicht lassen. Oder gibt es die Station als Ganzes? Passenger bitte. Baltimore. Nee, das sind die Mini-Stationen. Naja, sieht nicht so aus. Ich mache mal ganz kurz alle. Ich springe mir jetzt gerade nix irgendwie rein. Kompliziert. Ich werde trotzdem mal die ganzen Bahnsteige hier austauschen. Nein, ich will nicht alles abreißen, nur den Bahnsteig, bitte, danke. Putzelarbeiten hier. Schön wäre es, wenn wir das Ganze irgendwie als Template speichern können. Dass man sowas dann wieder platzieren kann, ohne dass ich das manuell machen muss. So, das war dann
Bist du weg da? So, da. Einmal so, einmal so. Wunderbar. Da wollen wir hier Sloped End machen. Ne, wird nicht. Okay. Overpass, was ist denn das hier? Da wird hier sogar hinpassen, aber das ist so chinesisches Zeugs. Na, das bauen wir mal nicht. Platforms, Engine. Ah, die gibt's noch im anderen Style. Oh, das ist... Ah, und hier mit Underpass auch. Oh, shit. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Oh. Ich hoffe, ich kann da noch... Warte mal, Rooftypes. Ah, das wäre dann mit so U-Bahn-Style mäßig. Okay. Aber das, ja, das ist chinesisch da. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Also von der, wir tun uns mal einplatzieren. Ich möchte das nochmal kurz angucken. Tun wir weg. Oberwiesenthal. Ah, na, da ist jetzt Exit. Exit nach der Front. Jetzt so Ziel anzeigen. Dann macht er das also dynamisch. Interessant. Cool. Dann braucht man eigentlich nur noch das richtige Dach. Das ist ein bisschen aktiv hier. Das hier. Mal platzieren, wie sieht das aus? Das könnte man lassen. Okay. So. Das war mal das Dach. Aber wie sieht es jetzt denn aus mit den Dekos? Plattformen, Passagiergebäude, Güter, verschiedenes. Was haben wir hier alles? Also aber angenommen, ich würde jetzt mal hier so ein Underpass hier machen, das so ein Ding. Ersetzt er mir dann alles? Ja, natürlich. Ah, das ist scheiße. Okay, liebe Leute. Ich werde das mal ganz fix off-cam hier mal in schön machen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder mit unserem brandneuen Bahnhof. Oberwiesenthal. Ist aber von Network Rail, also es ist UK-Style. Der hat hier zwei Ebenen. Mit so einem kleinen Kiosk da oben und im Prinzip habe ich den ganzen Bahnhof nochmal neu gebaut. Das war zu fummelig. Hier habe ich mal ein bisschen gespielt, hier mit so einem Übergang hier drüben. Wobei der ist eigentlich ein bisschen für den Arsch, weil hier wird es auch nach unten gehen und drüber. Ja, habe ich dann für das Dach hier entschieden. Sieht eigentlich ganz okay aus. Die Plattformhöhe passt auf jeden Fall. Das Gebäude ist ein bisschen Overkill und hier... Ja, das passt halt nicht ganz da, ne? Da ist der Pfeiler da dazwischen und hier die Treppe. Ich hab's nicht besser hinkriegt. Wenn ihr jemand da einen Tipp hat, wie das noch besser geht, dann bitte gerne in die Kommentare. Aber ich hab's zumindest jetzt hier nicht besser hinkriegt. Aber das Hauptgebäude, das sieht schon cool aus. Schaut, dass das Oberwiesenthal-Schriftding verschwindet, wenn man weggeht. Ja, und dann habe ich die Straße hier nochmal leicht angepasst, weil hier war jetzt ein bisschen zu viel Abstand. Aber jetzt passt das jetzt erstmal. Ja... Ich würde mal gerne sagen, was ihr von dem Bahnhof hält. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Außerdem, die Leute hier, die versinken in der Plattform. Das ist leider ein bisschen unschön. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade deswegen ist, weil ich hier gerade fleißig rumbaut habe oder ob das jetzt so bleibt. Ist ein bisschen ein Mankel. Irgendwas mal beobachten. Ich werde später nochmal vorbeischauen, was die Leute hier machen. Das ist ein bisschen meh. Gut, man sieht es ja eh nicht, wenn man hier so weg ist. Was ich gerne machen möchte, ich möchte dieses Viadukt hier gern verkürzen. Das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu lang, sprich, wir machen eine härtere Kurve, gehen dann hier rein und dann hier irgendwie so rüber. Ich baue das mal kurz um und dann zeige ich es euch.
Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe die Strecke jetzt umgebaut. Wir machen jetzt hier eine sanfte Kurve. Nach wie vor mit einem Viadukt, mit einer kleinen Geraden. Sind wir ungefähr auf der Höhe von dem Berg hier. Dann noch ein kleines Viadukt. Ein Tunnel, dann geht es hier runter und dann geht es hier wieder auf die Hauptstrecke rein. Weitestgehend eine gleichmäßige Kurve, einen kleinen Ditch hat es hier drin. Und da sieht man noch, wo die alte Strecke entlang gegangen ist. Also hier so. Das ist ein bisschen realistischer und ich glaube, es sieht auch ganz okay aus. Es geht relativ steil nach oben hier, wird man auf die Höhe kommen. Aber ja, unsere Loks sollten das eigentlich schon schaffen. Damit man die Strecke auch noch schön ansehen kann, habe ich hier den Intercity, den wir gehabt haben, mit einer Lok erweitert. Der Original Intercity, er da, ist ja mit einer Class 85. Ne? Und das war der Vorgänger, also die erste Serie von der Class 86 und 87, die dann später kommen ist. Und eine Class 86 habe ich später beim zweiten Intercity reingetan. Die haben wir hier. Oder? Ja, okay. War jetzt gerade reingefahren, das ist da vorne. Das ist die Class 86. Die kann bis zu 110 Meilen pro Stunde schnell werden, sprich ungefähr 177 km/h. Hat eine Leistung zwischen 3600 und 5000 PS, je nach Ausführung, und ist nach wie vor im Einsatz. Zwar nicht mehr so oft, aber vor allem jetzt im Güterverkehr, ab und zu nochmal für Sonderfahrten. Und in Bulgarien wurde sie auch mal exportiert, da fahren sie auch noch. Aber im Hauptlinienverkehr, so wie wir es jetzt hier haben, sind sie nicht mehr unterwegs. Sind ja doch ein bisschen alt. Also ich muss mal kurz nachschauen, die wurden gebaut im Jahr... zwischen 1965 und 1966 sind die gebaut worden. Also zumindest die Class 86, was wir jetzt gerade hier haben. Und so wie die jetzt losfährt, würde ich sagen, fahren wir mal mit. Ich muss gleich sagen, das Motorgeräusch ist nicht wirklich authentisch. Zumindest im Train Simulator und Co. klingen die anders. Erinnert mich irgendwie an die Taurus. Aber ja, fahren wir mal bei der Strecke jetzt erstmal mit. Ich kann eigentlich nur ein bisschen schneller machen. Hier ist ja noch alles gleich geblieben. Genau da, wo das Gleis aufhört, habe ich dann neu gemacht. Oh, da könnte man noch ein paar schöne Schnappschüsse machen, wenn man da wäre mit der Kamera. Aber ist, denke ich, nachvollziehbar, so wie ich die Strecke jetzt gezogen habe. Da kommt der Regio. Da geht's ab in den Tunnel. Na, schon 120. Aber gut, geht bergab. Und die letzte Kurve. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei der alten Strecke. Und eben, die Kurven habe ich jetzt nicht wirklich abgematcht. Es hat eigentlich recht gut gepasst, so wie ich es gezogen habe. Bin eigentlich soweit es geht zufrieden. Können wir erstmal so lassen. Ja, als nächstes wäre dann natürlich auf dem Plan, also eben, wir hätten hier noch die Brotverbindung nach da oben, dass wir hier ein Güterterminal bauen. Oder dass wir Düsseldorf hier irgendwie anschließen, dass wir hier mal einen geilen Bahnhof machen. Und die Strecke zwischen Düsseldorf und da, die würde ich gern mit Third Rail machen. Damit wir entsprechend andere Züge da raufschicken können, sprich die Gleise hier. Machen wir ganz kurz Parallel Tracks. Yo. Die Standard UK Third Rail Sachen. Die möchte ich hier gerne im Einsatz haben. Das heißt, wenn wir das hier machen, brauchen wir auch noch irgendwo ein passendes Depot für das. Könnte man irgendwo hier machen vielleicht. Und ich muss hier die Gleise noch anpassen. Außer wir sagen, nur das eine Gleis ist für Third Rail, für so ein Regio, und das andere ist normal. Wird wieder implizieren, dass wir da vielleicht wieder viergleisig fahren. Mal gucken, muss man überlegen, wie wir das machen. Also, dann bis gleich, bis zum nächsten Cut. Okay, meine Freunde, die Strecke ist jetzt fertig gebaut. Ich meine, es war jetzt gerade nicht die längste, aber hat wieder ein paar Stunden gedauert. Denn ich habe hier unten wieder ein kleines Depot gebaut. Also das ist einerseits mal der große Hauptbahnhof für Düsseldorf. Mit Überdachung.
davon und am Ende ein bisschen speziell, ist nicht komplett übergehend, auch hier hinten. Und alles ein bisschen in Rot, meine Lieblingsfarbe, gefällt mir sehr gut. Und ja, der Plan wäre, dass dann hier viergleisig vielleicht weitergeht. Hier geht es viergleisig zu zweigleisig über und das alles das hier ist in Third Rail. Ein kleines Depot habe ich hier zum Servicieren von den Third Rails. Dann haben wir hier einen HST. Und der HST, der hier, der ist echt. Der macht hier eine Schattenfahrt und die zwei hier sind Props. Also einerseits hier das Power Car im Intercity Executive Design und von Network Rail den New Measurement Train. Der steht hier einfach mal so rum. Ich glaube, der hat im echt auch nur 4 Wagen. Ist jetzt nur ein Glauben. Anstatt B6 hier, den will ich aber auch gerne nochmal auf der Strecke fahren. Und ja, ich zeige euch mal kurz das Layout. Schattenfahrten, Moment. Genau. Schattenfahrt 1 und Schattenfahrt 2 zeigt er mir gerade nicht an, weil ich das Problem habe, dass hier das Depot nicht elektrisch ist und auch das hintere nicht elektrisch ist, weil ansonsten würde man hier diese Oberleitungsmast reinmachen und die will ich hier nicht haben. Ich möchte es auf Third Rail haben und das Schattendepot, was ich dafür genutzt habe, kann entweder in der Oberleitung oder nicht. Und der zweite Schattenzug ist hier die Class 421 oder 421 in Deutsch. Der fährt da hin und her, genauso wie der. Und ja, da beschwert er sich. Entsprechend sehe ich auch das hier oben, dass er die Linien, also die Stationen nicht verbinden kann, weil die Stationen an sich nicht elektrisch sind. Im Moment lasse ich erstmal so. Ich schaue mal, ob ich dafür da irgendwie ein Workaround noch irgendwie reinkriege. Aber erstmal fahren die da hin und her. Fehlt die Linie hier. Also zwischen Düsseldorf und Oberwiesenthal fähren Third Rail Services und zwar die Class 421 oder 421. Die Züge waren sehr bekannt, gerade im Regionalverkehr in England, sind auch Slamming Doors Class, sprich auf der Seite gehen die Türen auf und werden dann wieder zuklatscht, deswegen Slamming Doors. Und die kommen in 2 Liveries hier auf der Strecke zu Einsatz. Und habe die jetzt mal so eingestellt, dass sie theoretisch mit einer Parallelausfahrt da rauskommen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Also ich drücke mal auf Play und ich hoffe, alles läuft wie geplant. Und da haben wir auch schon den HST. Die Türen gehen schon mal auf. Da sind sie. Und auch das entsprechende Signalhorn von den EMUs. Aber wir müssen unbedingt noch mit dem HST fahren. Das ist mein absoluter Lieblingszug, der HST. Ja, hätte nicht gedacht, dass es klappt mit der Parallelausfahrt hier. Sehr nice. Einerseits in BR Blue und BR Green. Cool. Ja, mal schauen, wenn sie als erstes hier rauslassen. Das sind die Signale. Ich gehe mal für BR Green, dass der als erstes rauskommt. Ein bisschen vorspulen. Yes, das ist Bia Green. Gefällt mir. Okay, der macht sich auf den Weg zum Service. Achso, währenddessen. Das ist hier die Tramstation mit 2 Terminals auf der linken Seite. Und die Menage aus Zürich sind da unterwegs. Wirklich schöne Trams. Oh, wieder Autosave. War ja klar. Und auch da habe ich wieder 2 Linien eingerichtet. Einmal im
im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Aber momentan ist ja noch nicht so viel los hier. Oh, die beiden fahren gerade los. Beide Schattenzüge. War nicht geplant, aber okay. Die fahren noch bis davon hin und bleiben da auch da wieder stehen. Aber wir brauchen unbedingt einen HSD-Service. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht also als erster HSD-Service kann man ja was machen von Düsseldorf nach Oberwiesenthal, weil er da sowieso wenden muss und dann fährt er durch bis Gerbstedt und von Gerbstedt fährt er dann bis Lion City. Oh, Lion City, da war ich jetzt schon länger nicht mehr. Da ist, glaube ich, oh shit, da ist voll die Kacke am Dampfen hier am Lager. Weiß gerade C, Warenlokal. Viel mehr Wagen bitte. Und wir schauen mal hier beim Hauptbahnhof aus. Ja, da ist okay. Alles klar. Also dann machen wir demnächst hier noch so einen HSD-Service. Auf der ganzen Länge der Strecke. Von da nach da. Nach King's Cross. Und dann hier rüber. Das könnte noch was werden. Aber ein HSD, das kommt. Das garantiere ich euch. Okay, wir schauen mal aus. Hier drin am Bahnhof. Können wir vielleicht sogar eine Mitfahrt machen. Geht das? Pause weg. Oh, wir sind sogar schon bei der Ausfahrt. Aber im Nahen sind die Texturen leider nicht so geil. Ich werde es mal um 1 beschleunigen. Unser Stellwerk, die Abstellgruppe. Und dann geht er schon raus auf die Abstrecke. Oh ja, HSD muss sein. Naja, von 120 erreichen. Sind noch auf der Geraden. Davon geht es dann gerade nach oben. 110. Na ja, komm, du schaffst es. 116. 17. Na komm. Naja, okay, das wird nichts mehr. Da vorne schon wieder der Bahnhof. Okay. Ja, aber cool, dass wir jetzt hier einen Third Rail Service haben. Mit 2 AMUs. Und dediziert ist der Bahnsteig erstmal für Third Rail. Die anderen habe ich jetzt nicht umgerüstet. Ja, und da war ich schon wieder fleißig Straßen platziert von der KI. Okay, wir schauen mal aus. Intercity 99, UK Third Rail 86. Pierrigo 30. Ja, es geht noch von der Auslastung. Hier habe ich noch 2 Züge auf die Linie reingeschickt, weil einfach hier so wahnsinnig viel im Depot war. Also haben wir jetzt hier 4. Als nächstes sollte man dann schauen, dass wir Industrie mindestens 1 oder 2 hier nach Düsseldorf bringen. Brot wird sich irgendwie anbieten, nachdem wir das ja hier produzieren. Ist die Frage, ob wir das dann via Rail machen. Oder über ein LKW, damit die Stadt hier entsprechend wachsen kann. Ansonsten haben wir hier keine fertige Industrie. Oder wenn auch das hier noch oben mal anbieten. Wer weiß. Ja, aber nicht mal in dieser Episode. Wir sehen uns bei der nächsten. Und dann überlege ich mir, wie ich die Strecke weiterbaue. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt es einen Kommentar. Oder gebt es ein Like, wenn es euch gefallen hat. Kommt vielleicht sogar auf unseren Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Wir sehen uns demnächst. Also, bis denn dann.